Hallo und willkommen zurück. Ihr seht mich heute deutlich näher als sonst und das hat auch einen guten Grund, denn wir werden gleich umswitchen auf meinen Bildschirm und da werde ich euch heute einmal mitnehmen bei meiner Bildbearbeitung in Photoshop, beziehungsweise auch vor allem die Hautretusche, die ich so vornehme. Es sei gesagt, jeder hat da seine eigene Methode, alle Wege führen nach Rom. Und jeder verfolgt natürlich ein anderes Bearbeitungsziel. Manche wollen es natürlicher, manche wollen es perfekter oder perfektionierter. Und das ist jetzt nur meine Art und Weise, wie ich sehr gut klarkomme, wie ich über die letzten Jahre mir das angeeignet habe. Und ich dachte, es wäre vielleicht mal ganz interessant für euch zu sehen, wie das so hinter den Kulissen abgeht bei meiner Bildbearbeitung. Deshalb fangen wir jetzt auch gleich an. Wir sind zunächst einmal hier in Bridge. Ich habe bereits ein paar Fotos vorsortiert und habe sie auch schon in Lightroom vorbearbeitet, aber nicht viel. Den größten Teil meiner Bearbeitung mache ich meistens in Photoshop und darum soll es heute auch nur gehen. Fangen wir doch gleich mal mit diesem wunderschönen Porträt an. Wie ihr seht, das sind Fotos aus einem Shooting zum Thema Hautpflegeprodukte. Ich wollte die sehr clean halten, hell, freundlich und das ist dabei rausgekommen. Bei meinem Model Lisa gibt es zum Glück nicht so viele Sachen, die man retuschieren kann. Von daher ist es hier recht einfach. Trotzdem habe ich so meine Schritte, die ich gern bei jedem Porträt umsetze. Die Intensität passe ich dann je nach Zweck, je nach Model selbstverständlich an. So, ich bin ein großer Fan von Aktionen, die man sich in Photoshop erstellen kann. Und ihr seht, ich habe hier ein paar Aktionen. Ich nutze aber nicht alle. Nummer eins, was ich immer gern mache, ist die Augen aufhellen. Dafür nehme ich dann hier meinen Pinsel, setze die Deckkraft auf um die 20%, mach den Pinsel ganz weich und dann gehen wir einmal hier drüber, ganz leicht nur. Ich mag es nicht, wenn die Augen zu sehr herausstechen, weil das wirkt für mich schnell zu unnatürlich. Dann heben wir den Kontrast noch ein klein wenig hervor, besonders eben die hellen Reflexe im Auge. Es sind ganz kleine Änderungen oder Feinheiten, die man bearbeitet, aber am Ende machen die schon einen großen Unterschied, finde ich. Und was ich auch gern mache, ist einmal die Augen nachschärfen. Hierfür setze ich den Pinsel auf 100% und lege dafür dann die Deckkraft hier auf 50%. Das ist einfach die Methode, womit ich dann am besten klarkomme, wenn es hier ums Nachschärfen geht. Weil auch da will man nicht zu viel machen. Ihr seht jetzt hier, ist das Nachher und das Vorher. Ich kann da nochmal näher ranzoomen. Vorher, nachher. Also ganz, ganz leicht, aber am Ende zahlt es sich aus. So, setzen wir das alles nochmal auf die Hintergrundebene und machen uns zunächst einmal an die Haut. Die grobe Hautretusche mache ich hier mit dem Ausbessern-Werkzeug. Das ist mein Lieblingswerkzeug dafür. Viele nutzen auch den Kopierstempel oder den gibt es noch Bereichsreparaturpinsel und sowas. Aber ich komme damit am besten klar. Der funktioniert so, dass man die Stelle einkringelt, die man bearbeitet haben möchte. Und dann zieht man diese Stelle an eine ähnliche, andere Hautstelle, die aber sauber ist, sage ich jetzt mal. Und dann verrechnet Photoshop die beiden Bereiche miteinander. Und schon könnt ihr zum Beispiel Pickelchen oder so kleine Härchen ganz schnell wegmachen. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, wird man auch recht schnell darin. Da ist dieser Schritt auch gar nicht mal so zeitaufwendig. Auch so kleine Bereiche, wo die Mascara zum Beispiel abgestempelt hat, mache ich so gern weg oder trockene Hautstellen mit kleinen Hautfetzen, die kann man so auch ganz easy wegmachen. Oder hier sowas, eine Wimper, die nicht da ist, wo sie sein soll.
Die setzen wir auch einfach mal so rüber. So, bei dem Schritt mag ich es nicht zu nah ran zu zoomen, weil sonst neigt man dazu, zu perfektionistisch zu werden und zu viele ganz kleine Details wegzumachen, die man gar nicht wegmachen müsste, weil sie eigentlich nicht auffallen oder eben durch die weitere Bearbeitung dann sowieso verschwinden. Also da musste ich auch erstmal rausfinden, wie genau mache ich das, wie fein mache ich das, wie perfektionistisch mache ich das und was ist eigentlich Zeitverschwendung. So, denn mein Ziel ist es nicht, 2 Stunden an einem Foto zu verbringen und ich bin mir sicher, es gibt Retoucher, die das tun. Und sicherlich zahlt sich das auch aus, für meine Zwecke aber nicht. Sowas hier zum Beispiel würde ich jetzt auch wegmachen, das ist einfach nur eine kleine Haarsträhne, aber die stört mich. Solche Sachen setze ich dann auch gerne mit dem Ausbesserwerkzeug um. Wir wollen alles beseitigen, was ablenken könnte und die Vorzüge des Porträts und des Models hervorheben. Zwischenspeichern nicht vergessen. Was hier jetzt auch noch interessant ist, die Nägel. Ich mache gern die Nägel auch noch schön. Klar, die sind schön gemacht, keine Frage. Bloß wenn man sehr nah ranzoomt und Beauty-Porträts macht, dann finde ich, fallen einfach alle kleinen Unebenheiten vom Nagel auf. Oder wenn die Nägel schon ein Stück rausgewachsen sind oder die Nagelhaut trocken ist, das fällt einfach auf und das mag ich nicht. Deshalb gehen wir da mit dem Kopierstempel ran, der Kraft auf 100 natürlich. Die Härte mache ich gern so um die 30. Dann wirkt es auch nicht zu harsch. Wir wollen ja nicht, dass man am Ende sieht, dass man die Nägel bearbeitet hat. Generell, man will eigentlich nicht, dass am Ende einer Retusche jeder direkt sagen kann, ah ja, das ist retuschiert. Oder der und der Bereich, der ist bearbeitet. Das will man nicht. So, wenn wir uns jetzt einmal das Vorher und Nachher angucken hier, vom Gesicht und den Nägeln, macht das doch schon mal einen Unterschied. Das war komplett vor der Hautretusche. Da haben wir die kleinen Sachen weggemacht, da haben wir die Nägel korrigiert, wunderbar. So, die andere grobe Sache sind bei mir die Haare. Ich mag es nicht, wenn die Haare so fliegen. Ich finde, es sieht unordentlich aus. Es ist natürlich, aber fürs Foto finde ich es immer schöner, wenn die Haare perfekt aussehen. Auch da nehmen wir einfach den Kopierstempel, wie bei den Nägeln. Je nachdem, wie mein Hintergrund ist, variiere ich dann auch in der Weichheit, in der Stärke des Pinsels. Hier nehmen wir jetzt einfach einen ganz weichen, weil der Hintergrund komplett unscharf ist. Dann mache ich erstmal die fliegenden Haare hier weg. Bei größeren Parts nehme ich dann auch gerne das Ausbesserwerkzeug, so wie bei den Nägeln. Habt ihr gerade schon gesehen.
ist im Prinzip dasselbe, nur an anderer Stelle. Als nächstes kommt der Hauptteil der Retusche und das ist bei mir die Frequenztrennung. Die Frequenztrennung ist dafür gut, dass ihr die Unebenheiten getrennt von der Farbe, also ich sage es mal der Fleckigkeit, bearbeiten könnt. Mit einem Kopierstempel zum Beispiel arbeitet ihr immer auf derselben Ebene vom Foto. Bei der Frequenztrennung haben wir dann hier einmal die Highs und die Lows. Das heißt, ihr seht das auch, die Highs, es wird dann hier nochmal hervorgehoben, damit man es besser sieht. Und wenn ich die Farbe alles ausblende, seht ihr nur noch die Struktur. Und so kann man zum Beispiel Fältchen leicht glätten oder grobe Hautstellen weicher erscheinen lassen. Und danach gehen wir auf diese Ebene, da seht ihr, es ist alles viel verschwommener. Und da geht es dann darum, dass man die Hautfarben anpasst und weichere Übergänge schafft. Ich zeige euch das am besten einfach hier in der Praxis, bevor ich mich hier dumm und dusselig rede. So. Was ich gern mache, den Kopierstempel nehmen, Deckkraft auf 100, Härte auch. Dann suche ich mir eine Hautstelle, die wenig Struktur aufweist. Also wir fangen jetzt zum Beispiel nicht hier an, weil hier ist sehr viel Struktur durch die kleinen Hautfältchen, auch hier. Wir fangen hier hinten an. Und dann fangen wir an, aus diesem Bereich heraus zu stempeln. Und je nach Hautbeschaffenheit, je nach Model, je nach Typ, fällt das halt immer ganz unterschiedlich aus. Wir gehen damit auch wirklich nur über Hautstellen. Wir gehen nicht hier übers Auge oder über Augenbrauen, sonstiges, sondern wir wollen wirklich nur die Hautstruktur. Der Rest bleibt davon komplett unberührt von der Frequenztrennung. Das Gesicht hätten wir jetzt einmal. Dann gehen wir noch über Hals und Hände ganz leicht. Was die Frequenztrennung eben auch schafft, ist es, Poren zu verfeinern, ohne sie verschwinden zu lassen zwangsläufig. Die Intensität kann man eben selber anpassen, wie stark man die Hautglättung am Ende möchte. Und ich bin großer Fan davon, wenn man noch Struktur erkennt, diese einfach nur verfeinert hat. So, jetzt switchen wir einmal auf die andere Ebene. Dann wechsle ich auch die Deckkraft auf um die 20 und die Härte geht auf 0. Denn wir wollen ja Übergänge weich machen. Was man nicht möchte, ist, dass die Farbe überall einheitlich wird. Ich werde trotzdem erkennen, wo hellere Stellen sind, wo Highlights sind, wo die Haut dunkler gefärbt ist. Es geht nicht darum, dass man eine Leinwand kreiert, sondern einfach nur die Übergänge zwischen hell und dunkel weicher gestaltet. Was auf dieser Ebene noch wichtig ist,
weil wir hier gerade das Beispiel haben mit dem Muttermal. Ihr müsst aufpassen, dass ihr das dann nicht hier irgendwo aus Versehen hinstempelt, weil das würde man am Ende sehen. Deshalb Sommersprossen oder Muttermale, da arbeitet man am besten drumherum. Gerade hier am Hals möchte ich gerne die Falten oder die Flecken ausgeglichen haben. Auf jeden Fall gehe ich hier ein bisschen stärker rüber, einfach mehrfach, um den gewünschten Effekt dann zu erzielen. Der war zu groß. Gehen wir einmal zurück im Protokoll. So, das sollte reichen. Jetzt kommt der lustige Teil. Wir setzen die Ebenen wieder zusammen und tada! Wir haben unsere Porzellanhaut. Das lassen wir jetzt natürlich nicht so. Ich variiere da immer in der Deckkraft der Ebenen, aber meistens lande ich bei um die 50. Wenn wir jetzt gucken, vorher, nachher, ist schon ein deutlicher Unterschied. Und jetzt geht es weiter mit Dodge & Burn. Das ist mein Lieblingspart. Dodge & Burn besteht auch hier aus zwei Ebenen. Die Ebene Dodge ist dafür da, dass man Highlights noch mehr hervorhebt. Die Ebene Burn ist dafür da, dass man Konturen zurück ins Gesicht bringt. Denn durch die Frequenztrennung erzeugt man ja schon ein recht einheitliches Bild. Und wenn man noch mehr Dimension wieder reinbringen möchte, ist Dodge & Burn die Option. Dann nehme ich hier einen Pinsel, der 20 ungefähr Deckkraft hat, wieder ganz weich. Und dann gehe ich auf über die vorhandenen Stellen, in dem Fall jetzt erstmal die Highlights, die schon hell sind. Verstärkt die überall. Auch ganz wichtig unter den Augen. Das macht einen großen, großen Unterschied, ob es da aufgehellt ist. So, und dann kommt Burn hinzu. Da konturieren wir jetzt mal die Nase ein wenig. Das ist eigentlich wie Schminken, nur in Photoshop. So, das ist jetzt natürlich viel zu extrem. Wenn ihr mal guckt, vorher, nachher, das lassen wir natürlich nicht so. Auch hier verändere ich dann die Hauptdeckkraft der Ebenen und gehe gern auf 30%. So, da haben wir es. Dann gehen wir jetzt noch auf ein paar Feinheiten ein, wie zum Beispiel die Lippen. Da nehme ich meistens einfach den Kopierstempel. Deckkraft nicht zu hoch, Härte so auf 30. Manchmal muss ich den Lippenstift auch noch ausbessern, dass die Kanten sauberer sind. Muss ich jetzt in dem Fall nicht. Generell muss ich hier eigentlich nichts weiter dran machen. Machen nur die ganz kleinen Stellen noch weg hier. Lippen passen für mich so. Was ich auch nicht immer mache, ist die Haare zu bearbeiten, und zwar mit dem verflüssigen Werkzeug. Das nutze ich dann, um beispielsweise mehr Volumen in die Haare zu zaubern oder mehr Dynamik in Form von Wellen oder die Locken zu verstärken. Ich kann es euch hier mal ein bisschen zeigen. Dann nehme ich recht großen Pinsel. Den Druck, der liegt so bei 30. Und dann kann ich mir einfach die Kante hier so ein bisschen herziehen oder auch runterdrücken. Je nachdem, was ich eben erreichen möchte. So, und dann seht ihr, vorher, nachher, optimiert. Dann fallen mir nachträglich manchmal noch so ganz kleine Sachen auf, die ich doch weg haben möchte. Da gehe ich dann einfach nochmal rein mit dem Ausbessern-Werkzeug. So, und das war es eigentlich auch schon.
Wenn wir jetzt mal schauen, wir setzen erstmal hier auf Hintergrundebene alles zusammen. So sah das Original aus, das vorher. So das nachher. Was wir jetzt noch machen, ist das komplette Bild nachschärfen. Und zwar mit dem Hochpassfilter. Das ist so mein Go-To. Dann setzen wir das hier auf weiches Licht und alles wieder auf eine Ebene. Und schon ist das gesamte Bild ein wenig nachgeschärft. Ich zeige es euch gerne auch nochmal. Da ist vorher und da ist her nachher. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so gut erkennt, wenn ihr das seht. Aber ja, es macht einen kleinen, aber feinen Unterschied. Was wir jetzt noch machen, ist der Zuschnitt. Ich behalte gern mein Format, meine Pixelanzahl bei, die meine Kamera vorgibt. So viel werde ich jetzt gar nicht zuschneiden, weil mir das schon echt gut gefällt. Gehen wir hier ein bisschen höher. Wunderbar. Dann habe ich das einmal in der Auflösung mit 300 Pixel pro Zoll gemacht, um Druckdateien zu erstellen. Wenn ich das jetzt für meine Website oder für Instagram optimiere, dann mache ich dasselbe nochmal mit 72 Pixel pro Zoll. Und das ist die Auflösung, die ihr für Displays, Bildschirme und sowas braucht. Und dann erstelle ich immer zwei Versionen. Speichere das ab und dann ist fertig. Und auf diese Weise verfahre ich jetzt auch noch mit allen anderen Fotos, die ich von dem Shooting habe. Das wird jetzt noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ich hoffe, dieser kleine Exkurs in Photoshop hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bye!